Hi, schön, dass du da bist. Wir sind zurück bei Elea und Rapunzel im Turm. Natürlich sind die beiden immer noch eingesperrt und mittlerweile ist Drisella auch wieder auf dem Grundstück. Also die Drisella ist zurück, ist super selbstsicher und zuversichtlich, weil die anderen jetzt ihren Deal angenommen haben und sie wird jetzt nach oben gehen und dann gleich sehen, dass Rapunzel auf der Welt ist. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, ich habe Gänsehaut gerade gekriegt davon und Tränen in den Augen. Oh Gott, das ist richtig dramatisch. Sie wird der Elea Rapunzel jetzt nämlich natürlich wegnehmen. Nein! Doch. Und übrigens hat die Tür unten ein Siegel, dass nur Drisella die Tür öffnen kann. Ihre Mama, die Daisy, hatte ja Connections zu diesem einen Magier. Und natürlich kennt Drisella den auch und der hat ihr dieses Siegel gemacht, dass nur sie die Tür öffnen kann. Also Elea hätte wirklich probieren können, was sie will. Sie wäre dort niemals rausgekommen. Und Elea muss auch ganz dringend aufs Klo. Oh mein Gott, hat sie sich jetzt tatsächlich in die Hose gemacht. Oh no, das ist schon sehr gut möglich. Sie ist auch unfassbar müde. Sie hat ja kein Auge zugetan, was absolut verständlich ist. Und Hunger hat sie auch. Drisella hat ja nichts zu essen dagelassen und Drisella wird jetzt in den Raum kommen. Das Baby ist zwar gerade am Schlafen, aber es tut mir ganz viel leid. Wir müssen dich jetzt wieder aufwecken. Elea will natürlich ihr Baby sofort in Sicherheit bringen und nimmt es ganz fest in den Arm, aber Drisella schaut sie einfach nur richtig böse an, zieht so eine Augenbraue nach oben und ist dann so, Elea, gib mir das Baby. Aber natürlich würde Elea ihr Baby nicht einfach so der Drisella übergeben und stellt sich zwischen die beiden und dann wird Drisella natürlich auf Elea losgehen und auch hier wieder sagen, okay, du hast es wohl nicht anders gewollt. Also Drisella geht jetzt auf Elea los. Oh mein Gott, unsere arme Elea, die hat gerade ein Baby bekommen. Sie hat Hunger, sie hat Durst, sie hat nicht geschlafen. Sie muss unglaublich dringend aufs Klo. Also die Chancen, dass Elea diesen Kampf gewinnt, sind circa bei null. Es ist jetzt die letzte Chance, um zu beweisen und zu zeigen, was in mir steckt. Und genau so wird es leider auch laufen. Also Drisella war stärker als Elea, hat ihre Hände jetzt auch verbunden. Rapunzel schreit wie am Spieß. Die merkt natürlich, was hier los ist. Dieses ganze Geschrei hier und der Kampf, das geht natürlich auch nicht spurlos an ihr vorbei. Und Elea hat sich gerade in die Hose gemacht. Oh no, Girl, es tut mir so leid. Das Ganze ist auch nicht ganz spurlos an Drisella vorbeigegangen, offensichtlich. Sie ist nämlich benommen. Wird jetzt aber zu Rapunzel hingehen, sich ein bisschen um das Baby kümmern, damit es aufhört zu schreien. Sie weiß zwar nicht wirklich, wie man mit Babys umgeht, aber sie probiert es zumindest. Und Elea kann nichts tun, außer daneben sitzen und zuschauen. Sie versucht sich natürlich irgendwie noch rauszuwinden, irgendwie sich zu wehren, aber es ist unmöglich. Sie sitzt jetzt einfach in der Falle und Rapunzel ist Drisella einfach schutzlos ausgeliefert. Ist aber offensichtlich gerade eingeschlafen und das ist der perfekte Moment, in dem Drisella jetzt Elea nach draußen schleift. Wir werden uns jetzt nämlich mit den anderen treffen. Und mit den anderen meine ich natürlich Yuki und Daisy. Drisella wollte nicht, dass da sonst noch jemand dabei ist. Die ganzen Magierinnen sind natürlich viel stärker als sie. Die Leute im Hintergrund müssen wir jetzt einfach ignorieren. Hier ist jetzt einfach keiner außer unsere vier Sims. Und Drisella ist ein bisschen benommen. Also ganz gut geht es ihr nicht. Sie hatte aber eine super gute Idee. Sie hat nämlich der Elea erstens den Mund verbunden, dass sie nicht mehr sprechen kann. Und zum anderen hat sie der Elea ein Kissen um den Bauch gebunden, dass es so aussieht, als wäre sie immer noch hochschwanger, als ob Rapunzel eben noch nicht auf der Welt wäre. Also damit auch Yuki denkt, Elea hat das Baby noch nicht bekommen. Aber da Elea nicht reden kann, kann sie dem Yuki das auch nicht richtig mitteilen. Sie versucht es irgendwie, sie macht auch irgendwelche Geräusche, um ihm das irgendwie mitzuteilen. Aber Yuki weiß einfach nicht, was Elea ihm damit sagen will. Sieht auch einfach nur, wie seine Traumfrau, wie die Liebe seines Lebens hier am Boden sitzt, mit verbundenen Händen, mit einem verbundenen Mund auch nicht mehr hochkommt, offensichtlich richtig dreckig ist und er will sich gar nicht vorstellen, was Drisella jetzt alles mit Elea angestellt hat in der Zwischenzeit und alles, was er will, ist, dass Elea und sein Baby, das Rapunzel und Elea in Sicherheit sind. Und dafür würde er natürlich auch sein eigenes Leben geben. Jetzt fürs Erste tauschen wir die beiden aber einfach mal. Also wir werden sie jetzt gleichzeitig tauschen. Beide stehen jetzt mal auf. Sie dürfen beide wieder aufstehen. Girls, ihr dürft wieder aufstehen.
stehen. Auf Stress klappt halt nicht immer alles. Aber natürlich müssen wir uns vorstellen, dass die beiden immer noch ihre Hände verbunden haben und Elea hat auch immer noch diesen Schutz vor dem Mund. Und Drizella wird Elea dann rüberschubsen zu Yuki. Er wird sie auffangen und Daisy kann dann rüberrennen zu Drizella. Und Yuki wird dann als erstes die Hände von der Elea freimachen, bevor er den Mund freimacht. Und das gibt den beiden Zeit, dass sie wegrennen können. Also sie versuchen es zumindest, so schnell wie es geht, jetzt hier wegzukommen. Elea wird jetzt nämlich das Band um ihren Mund los und sagt ihm dann auch gleich, Yuki, Yuki, sie haben Rapunzel noch. Sie haben unser Baby. Wir müssen ihnen nach. Ich bin nicht schwanger. Und sie wird dann dieses Kissen vom Bauch wegziehen. Und dann wird Yuki sofort sehen, dass Elea gar nicht mehr schwanger ist, wird aber sofort reagieren und wird den Mädels nachrennen. Also er wird auf Drizella losgehen. Drizella hat gerade auch nicht die besten Schuhe dafür an. Also Yuki wird sie auf jeden Fall einholen und Daisy wird aber noch weiter rennen, während Yuki Drizella jetzt eingeholt hat und natürlich viel stärker ist als Drizella. Sie ist ja auch noch ein bisschen benommen von der Schlägerei mit der Elea. Also Yuki wird jetzt voll auf Drizella losgehen, weil er natürlich seine Tochter wieder haben will und Elea nimmt all ihre Kräfte zusammen, die letzten Kräfte, die sie noch hat und wird der Daisy nachrennen. Und sie nimmt dann wirklich all ihre Kräfte zusammen und versucht Daisy zu überwältigen, aber natürlich ist Daisy stärker. Elea, wie gesagt, hat gerade ein Baby bekommen, hat Hunger, hat Durst, nichts geschlafen und die beiden sind dann auch gefährlich nah an den Klippen und Daisy wird es dann auch schaffen, Elea zu überwältigen und wird sie dann hier über die Klippen ins Wasser schubsen. Yuki hat es hier in der Zwischenzeit geschafft, Drizella zu überwältigen, hat ihr offensichtlich einen Regenschirm in die Hand gedrückt. Ich finde ihn richtig sympathisch. Oh mein Gott, das hätte ich gar nicht getraut. Hat jetzt natürlich auch mitbekommen, dass Daisy Elea ins Wasser geschubst hat und jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er rettet Elea aus dem Wasser oder er verfolgt Daisy und natürlich wird er ins Wasser springen und Elea retten. Und so kann Daisy jetzt einfach entkommen. Und Daisy ist jetzt beim Rapunzelturm angekommen und da wartet auch schon der Ronan auf sie. Das ist der Magier, der ihr schon sehr, sehr oft geholfen hat und der auch das Siegel für diese Tür gemacht hat. Er hat natürlich viel mit Drizella geredet, was so ihr Plan ist. Also, dass sie ihre Mama befreien will. Und die beiden haben ja so eine unfassbare Chemie. Also, ob das wirklich Liebe ist, ich bin mir nicht sicher. Aber die beiden sind halt einfach irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Seelenverwandte. Und er war dann natürlich sofort dabei, wie Drizella erzählt hat, dass sie ihre Mama befreien will. Und ist jetzt unfassbar glücklich, dass er Daisy wieder bei sich hat. Und natürlich kann er das Siegel auch wieder öffnen. Und so kommt Daisy jetzt nach drinnen, wird auch sofort zur Rapunzel rennen. Und sie wird sie jetzt älter werden lassen. Wir werden Rapunzel jetzt nämlich nochmal entführen. Wie geht denn sowas? Also wir werden Rapunzel jetzt nochmal woanders mitnehmen. Daisy hat dem Ronan jetzt nämlich ganz schnell, kurz und knapp erzählt, was passiert ist und dass sie Rapunzel jetzt unbedingt holen muss, weil sie ziemlich sicher ist, dass Drizella mit Elea und Yuki gleich hier auftauchen wird. Und deswegen rennt sie ganz, ganz schnell nach oben, findet natürlich sofort das Baby, das immer noch ganz seelenfriedlich und ruhig schläft. Jetzt wieder mal zwei Köpfe, vier Arme und vier Beine hat. Ganz toll. Aber sie wird Rapunzel in den Arm nehmen. Rapunzel wird davon natürlich wach, wird der Daisy dann in die Augen schauen und dann einfach nur sagen, Mama? Und Daisy geht dann natürlich voll drauf ein. Also sie ist so, ja, mein Schatz, ich bin wieder da. Also Daisy tut jetzt so, als wäre Rapunzel ihr Kind. Sie ist halt blond und hat blaue Augen. Das ist für ein Baby, glaube ich, ziemlich schwer auseinanderzuhalten. Aber Ronan wird die dann von unten zurufen, Daisy, wir müssen los. Und zwar jetzt sofort. Und dann werden die beiden jetzt mit Rapunzel in den Wald verschwinden. Also sie rennen so schnell weg, wie es überhaupt nur geht. Im strömenden Regen, durch den Matsch hindurch. Rapunzel wird eh weinen wie am Spieß, aber sie wird Rapunzel jetzt einfach entführen. Aber Daisy wird sie nicht nur irgendwohin entführen und die beiden haben sich gerade auch super random einfach ihre Klamotten ausgezogen, aber vielleicht wollen sie die auch irgendwie loswerden aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall wird sie Rapunzel nicht nur irgendwohin entführen. Ronan hat nämlich ein Portal im Wald eröffnet und dort werden die drei jetzt auch reingehen. Aber wo das Portal die drei dann hinbringt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sage nur so viel, es wird alles komplett neu in dieser Challenge.